Willkommen beim Bethel Podcast. Du hörst die Osterpredigt vom Pastor Christian. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, auch von meiner Seite ganz ein herzliches Willkommen für den Ostergottesdienst. Ich freue mich, dass wir uns mit dem grössten und wichtigsten Ereignis der Weltgeschichte dürfen beschäftigen. Thema ist, wie wir schon gehört haben, gerettet durch Jesus Christus. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz laut ausgerufen hat, es ist vollbracht. Wir wissen auch, dass er am dritten Tag nach seinem Tod am Kreuz auferstanden ist. Das Grab war leer. Er ist von den Toten auferstanden und lebt. Das wird uns im Matthäusevangelium sehr eindrücklich beschrieben. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, und fielen zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an. Habt keine Angst, sagt er. Ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier. Er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus Christus, Gottes Sohn, ist Grundlage für unsere Rettung und Rechtfertigung. Die Bibel, Gottes Wort, umschreibt uns die Tatsache genial. Sie sagt, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Jesus Christus, Gottes Sohn, ist wegen dir und mir Mensch geworden, am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Jesus Christus hat deine Sünde, deine Verdammnis, dein Gericht auf sich genommen, damit du leben kannst. So ist der Geschehen. Die Auferstehung, Jesus, nimmt uns aus dem Tod, aus der Verdammnis, aus dem Gericht raus und versetzt uns in die Freiheit und das Leben von Gott. Im Lexikon zur Bibel steht folgender Kommentar über die Auferstehung geschrieben. Wir gelangen aus dem Zustand des geistlichen Todes in den Lebensbereich Christi hinein. Wer so in Christus seine Existenz gefunden hat, der ist eine neue Schöpfung und er wandelt in einem neuen Leben. Die Lebenskräfte des Auferstandenen wirken in das irdische Dasein der Menschen hinein. Wer sich so in das Auferstehungsleben Christi vertrauensvoll hineinnehmen lässt, hat bereits jetzt lebendigen Anteil an dem Auferstehungsgeschehen. Er ist hinübergewechselt vom Bereich des Todes in den Bereich des Lebens. Im zweiten Brief an Korinther wird uns die Tatsache ganz einfach beschrieben. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, etwas ganz Neues ist geworden. Jetzt stellt sich die Frage, wie können wir Karfreitag und Ostern so richtig verstehen und auf unser Leben anwenden? Wie wird das neue, wunderbare Leben von Gott wirksam in dir und mir? Das Erste ist, dass wir uns selber im richtigen Licht sehen.
Es heisst, es muss uns absolut bewusst sein, dass wir für Gott tot, verloren und zur ewigen Verdammnis verurteilt worden sind. Du und ich sind wirklich Todeskandidaten gewesen. Die Tatsache wird uns in der Bibel immer wieder gesagt, zum Beispiel im Brief an die Epheser. Auch ihr wart früher tot aufgrund eurer Sünden. Denn im Brief an Kolosser, denn vorher wart ihr tot aufgrund eurer Schuld. Und im Brief an die Römer wird uns die Tatsache krass, aber deutlich umschrieben. Darum steht geschrieben, keiner ist gerecht, nicht ein einziger. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott. Alle haben sich von Gott abgewandt, alle sind für Gott unbrauchbar geworden. Wenn du jetzt sehen, was in deinem Herz vorgeht, du sagst vielleicht, das stimmt doch gar nicht für mein Leben. Gib mir doch immer Mühe, anständig und gerecht mit meinen Nächsten, mit Menschen umzugehen. Ich stelle niemandem etwas, ich lüge nach Möglichkeiten niemandem an und ich tue auch niemandem etwas Böses. Ich bin ein guter Familienvater, ich sorge für meine Familie, ich bin meiner Frau treu. Ich gehe ab und zu in die Kirche und spende für Hilfsorganisationen. Ich bin ein gottesfürchtiger Mensch. Das sind sicher alles gute Taten, aber keine von diesen guten Taten bringt dich in Gemeinschaft mit Gott zurück. Wenn du auf die menschliche Art denkst, wirst du Karfreitag und Ostern nie verstehen. Wenn du versuchst, durch gerechte Taten vor Gott gut dazustehen, ist das wie eine Sackgasse, die nie ans Ziel führt. Und schon gar nicht in eine Beziehung mit Gott. Es ist genau umgekehrt. Wir Menschen müssen von Gott gerecht gemacht werden, damit wir in eine neue Vertrauens- und Liebesbeziehung zu Gott eingeboren werden. Und das passiert nur durch Jesus Christus. Das passiert nur durch Karfreitag und Ostern. Es ist allein Jesus Christus, der uns aus der Macht der Sünde befreit und uns in ein neues Leben mit Gott einbringt. Ich möchte versuchen, das neue Leben aus Gott für dich zu umschreiben. Erstens, das neue Leben aus Gott ist Gnade. Das neue Leben aus Gott ist Glauben. Das neue Leben aus Gott ist Treue. Viertens, neue Leben aus Gott ist Güte. Fünftens, neue Leben aus Gott ist Liebe. Das neue Leben aus Gott ist Vergebung. Das neue Leben aus Gott ist Versöhnung. Ich werde versuchen, die Begriffe aus der Bibel so zu umschreiben, dass für dich verständlich ist und dass sie du behalten kannst. Also möglichst sinnvoll und kurz. Das neue Leben aus Gott ist Gnade. Gnade umschreibt in der Bibel die Tat, jemanden zu beschenken, der es auf keinen Fall verdient hat. Also jemandem seine Zuneigung und Liebe schenken, die sie überhaupt nicht verdient hätte. Die beste Umschreibung für Gnade finden wir im Brief an die Römer. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das heisst, der heilige Gott beschenkt uns mit seinem Wertvollsten, was er hat, mit seinem eigenen Sohn, wo wir für ihn absolut unrein, unschön, uninteressant, dreckig und unbrauchbar gewesen sind. Das ist Gnade. Das neue Leben aus Gott ist Glauben. Glauben ist der stärkste Beziehungsbegriff, wo uns in der Bibel genannt wird. Glauben bedeutet, in einer persönlichen, erlebbaren Beziehung mit Gott leben. Der erlebbare Glaube wird uns von Gott geschenkt, wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen. Im Brief an die Römer steht geschrieben, denn Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, aus Glauben zu glauben. Der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Der Glaube wird buchstäblich von Gott in unser Leben eingepflanzt. Das neue Leben aus Gott ist Treue.
Die Treue von Gott ist die Grundlage für unser Leben. Gott hat den Menschen trotz seinem Versagen nie aufgegeben. Das ist einfach gewaltig. Er hat nie aufgegeben. Gott wird dafür sorgen, dass wir auch in ganz schwierigen Situationen das Vertrauen in ihn nicht werden verlieren. Das wird uns im ersten Brief an Korinther gesagt. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte versucht werdet, sondern er wird mit der Versuchung auch den Ausweg schaffen, dass ihr die Kraft habt, sie zu bestehen. Du kannst also ganz sicher sein, Gott wird dich nie fallen lassen. Weil er treu ist, wird er dich stärken und dich vor dem Bösen bewahren. So steht es im 2. Thessalonicher Brief 3,3 geschrieben. Das neue Leben aus Gott ist Güte. Güte ist eine Umschreibung von Gott, dass er sanft, angenehm mit uns umgeht. Er ist freundlich, er ist wirklich sanft. Er geht mit uns voll mit Güte um. Im Matthäus-Evangelium sagt Jesus Christus: Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin sanftmütig und demütig und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Güte, die sanfte und angenehme Art von Gott macht es möglich, dass ganz harte Herzen weich und bereit werden für Jesus Christus. Das neue Leben aus Gott ist Liebe. Die göttliche Liebe ist einmalig. Gott selber ist Liebe. Die göttliche Liebe ist so stark, dass sie absolut verlorene Menschen in eine intakte Liebesbeziehung zu Gott, mit Gott, zurückgewinnen kann. Das ist möglich geworden durch die selbstlose Hingabe von Jesus Christus. Die starke Liebe durch Gott ist so stark, dass sie niemand und nichts aufhalten oder verhindern kann. Das wird uns im Brief an die Römer beschrieben. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Die Liebe von Gott langt für jeden Mensch, dass er gerettet werden kann. Sie langt auch für dich. Sie ist für dich vollumfänglich da. Das neue Leben aus Gott ist Vergebung. Gott braucht in seinem Wort zwei Begriffe für Vergebung. Der eine Begriff Vergebung betont, jemanden von seiner Schuld zu befreien, weil eine andere Person die Schuld zahlt. Der andere Begriff Vergebung betont mehr, jemanden beschenken, indem man ihm die Schuld erlässt. Beide Arten von Vergebung sind durch Jesus Christus passiert. Er hat deine und meine ganze Schuld zahlt und beschenkt uns mit einer völligen Freilassung aus unserer Schuld. Die Tatsache wird uns im Brief an Kolosser gewaltig umschrieben. Doch Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Er hat uns all unsere Schuld vergeben. Er hat die Liste der Anklagen gegen uns gelöscht. Er hat die Anklageschrift genommen und vernichtet, indem er sie ans Kreuz genagelt hat. Jesus Christus hat deine ganze Liste mit allen deinen Anklagen gelöscht und vernichtet, als er am Kreuz gestorben ist. Du bist absolut frei von deiner ganzen Schuld, weil sie mit dem ans Kreuz genagelt worden ist. Das neue Leben aus Gott ist Versöhnung. Versöhnung ist die Umschreibung für den Höhepunkt, den Gott gesetzt hat. In der Versöhnung kommt Gott ganz genau als Ziel für die Menschen. Es kommt dort ganz genau zum Ausdruck, was er
meint. Der Theologieprofessor James Strong beschreibt den Inhalt der Versöhnung treffend genial. Die Versöhnung ist als eine Wiederherstellung der freundschaftlichen Beziehung zwischen Gott und dem Menschen zu verstehen, welche allein von Gott ausgeht, aber allen Menschen angeboten wird. Diese aber wird erst persönlich wirksam durch den Glauben an die persönliche Annahme des stellvertretenden Sühnetodes Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Verstehen wir, was mit der Versöhnung gemeint ist? Gott löst jede Feindschaft zwischen ihm und den Menschen auf, um ihnen wieder eine freundschaftliche, unbeschwerte Beziehung zu schenken, zu geben. Versöhnung heisst, dass nichts mehr, was trennt, zwischen Gott und den Menschen steht. Mit der Versöhnung ist Gott an sein Ziel gelangt, und mit allen Menschen, die Jesus Christus ihr Leben aufnehmen, wieder eine ungetrübte Vertrauens- und Liebesbeziehung zu leben. Darum sagt Jesus seinen Jüngern im Johannesevangelium: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, weil ein Herr seine Knechte nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Versöhnung macht uns zu Söhnen und Töchtern von Gott, die das Vertrauen und die Liebe von ihm wieder unbeschwert geniessen dürfen. Es ist gewaltig, was Gott inszeniert hat, damit wir Menschen in eine intakte, unbeschwerte Gemeinschaft mit ihm einfinden können. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Grossartigsten für uns, ganz persönlich für unser Leben. Und das ist Folgendes. Das ist nämlich so, dass die Charaktereigenschaften, die wir jetzt gehört haben, dass die unser Leben verändern. Die verändern unser Leben. Sie nehmen Einfluss auf deinen Charakter, dass du buchstäblich verwandelt wirst. Du wirst in den Charakter von Gott verwandelt. Gnade. Das unverdiente Beschenken von Gott, wo du erleben darfst, macht dein Herz weich und bereit, auch andere, die es überhaupt nicht verdient haben, mit Annahme und Liebe zu beschenken. Gewaltig. Der Glaube, die erlebbare Beziehung mit Gott, gibt dir das Fundament und die Sicherheit für dein Leben, damit du nicht verloren gehst, damit du einfach nicht versinken und untergehen tust in deinem Leben innen. In deinem irdischen Leben. Treu aus Gott macht es möglich, dass du Mitmenschen nicht so schnell aufgibst und fallen lässt, weil das Gott auch mit dir nicht gemacht hat. Güte aus Gott befähigt dich, mit deinen Nächsten sanft, anständig und angenehm umzugehen. Die Liebe aus Gott macht dich so stark, dass du alle Schwierigkeiten und alle Unannehmlichkeiten aushalten und überwinden kannst. Vergebung aus Gott macht dich fähig. Das ist ganz zentral. Vergebung aus Gott macht dich fähig, Ungerechtigkeiten, Kränkungen und Verletzungen, die dir angetan worden sind, zu vergeben und auch loszulassen. Wirklich loszulassen. Versöhnung aus Gott ist das einzige Mittel für dich, dass aus einer zerrütteten Beziehung wieder eine freundschaftliche Beziehung werden kann. Versöhnung aus Gott bewirkt, dass dein Herz wieder weich wird und du auf die Person zugehen kannst, in die du das Vertrauen verloren hast. Versöhnung aus Gott hat Macht, aus Feinden Freunde zu machen. So nehmen Karfreitag und Ostern direkt Einfluss auf dein persönliches Leben. Durch Jesus Christus wird es möglich, dass die Charaktereigenschaften von Gott in dein Leben eingepflanzt werden. Sie werden von Gott in dein Leben eingepflanzt. Du wirst verwandelt in das Bild von Jesus, dem Sohn Gottes, und darfst so echte Befreiung für dein Leben erfahren. Karfreitag und Ostern ist das gewaltigste Liebeswerk von Gott für dich.
Wir machen jetzt Folgendes. Während wir die Augen schliessen, möchte ich zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist, möchtest du Jesus Christus, den Sohn Gottes, ganz bewusst in dein Leben aufnehmen und ihm dein Vertrauen schenken? Wenn du das willst, dann heb doch für einen Moment deine Hand auf. Und ich werde dann für dich beten und du kannst das Gebet auch nachbeten. Danke. Jesus Christus, ich danke dir, dass du meine Entscheidung in meinem Herzen für dich gesehen hast. Ich danke dir, dass du all meine Schuld vergeben hast und dass du jetzt in mein Leben hineinkommst. Ich danke dir, Jesus, dass du mir den Weg zeigst, wo ich von jetzt an mit dir gehen soll. Amen. Die zweite Frage ist, wenn dir bewusst worden ist, dass du die Charaktereigenschaft aus Gott viel mehr in deinem Leben brauchst, als du angenommen hast, so heb doch auch für einen Moment deine Hand. Ich werde dann ebenfalls für dich beten. Danke, danke vielmals, es sind doch einige. Und du kannst auch das Gebet jetzt mitbeten. Jesus Christus, ich danke dir, dass mir ganz neu bewusst worden ist, dass ich deine Charaktereigenschaften viel mehr in meinem Leben brauche und auch umgesetzt werden sollen. Ich danke dir, Jesus, dass ich so in dein Bild verwandelt werden darf und du mir dabei hilfst. Amen. Wie schon gesagt, kannst du deine Entscheidung auch auf die Kontaktkarte schreiben, damit wir dir den nächsten Schritt, den du machen kannst und dich auch weiterbringen wird, aufzeigen können. Der Herr segne dich. Der Herr hat deine Entscheidung gesehen. Und er nimmt die ganz ernst. Und du wirst merken, wenn er wirklich dein Leben, dein Herz, deine Persönlichkeit in deine Hand nimmt und dich davon viel tiefer führen. Er ist der dich liebt und er will die tiefe Gemeinschaft mit dir. Und darum bist du gesegnet. Amen.